Willkommen in Podash. In diesem Trainingsmodul werden wir den Betrieb mit der Union Pacific General Electric AC 4400CW kennenlernen. Die große AC 4400CW ist ein Beispiel für die modernsten Diesellokomotiven der USA mit 4400 PS und Wechselstromantrieb. Sie werden der Lokführer des vor Ihnen stehenden Zweiergespanns sein. Beginnen wir damit, die Einheiten für den Betrieb vorzubereiten. Fast alle Züge auf der Cane Creek Subdivision setzen zwei oder mehr Lokomotiven an der Spitze ein. Wir müssen also die Dieselloks entsprechend als vor- und nachziehend einrichten. Beginnen wir damit, dass wir auf die geführte Einheit aufsteigen, also diejenige, die am weitesten links steht. Bei einer geführten Lokomotive muss der Führerstand deaktiviert sein, damit sie Befehle von der führenden Lokomotive empfangen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Schalter für Steuerung, Kraftstoffpumpe und Motorstart in der Position ausstehen. Bei geführten Einheiten müssen die Bremsen ebenfalls auf Abgesperrt und Nachziehen eingestellt sein. Dies ist die Standardeinstellung für alle aktiven Lokomotiven beim Szenario Start, sodass wir jetzt zur führenden Lokomotive übergehen können. Dies ist unsere führende Lokomotive. Mit anderen Worten, das Fahrzeug, von dem aus wir arbeiten werden. Wir müssen also dessen Steuerung einschalten. Unsere Motorsteuerung ist nun aktiv. Jetzt müssen wir die Bremsen auf führend und angeschlossen einstellen, was wir auf einem der drei Bildschirme tun können, die sich auf den Steuerpulten befinden. Unsere beiden Einheiten sind nun bereit, ihre Arbeit aufzunehmen. Stellen Sie den Richtungswender auf Vorwärts, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung. Fahren Sie dann vorsichtig bis zur Zielmarkierung und halten Sie dort an. Der Weg zu Ihrem Ziel ist in diesem Szenario für Sie festgelegt. Bitte beachten Sie, dass es auf der Cane Creek Subdivision zahlreiche manuelle Weichen gibt und das Lokpersonal immer darauf achten muss, dass die Weichen vor Ihnen für Ihre Fahrbewegungen richtig ausgerichtet sind.